vielen Dank für Ihr Kommen und für die Neugierde, die Sie hoffentlich mitgebracht haben. Ich interessiere mich kurz, wenn die Signale dieses Gerätes auch dorthin ankommen, wo Sie sein sollten. Nur ganz ein paar Sätze einleitende sagen und Herrn Planitzer nichts vorwegnehmen, denn er hat sich sehr gut vorbereitet. Wir haben keine theoretische, epistemologische, ideologische Vorabsprache. Es ist quasi alles wirklich als Impuls gedacht, auch für Sie. Vor allem, weil wir diese sehr dünne und zarte Tradition unserer Zusammenarbeit, die bis jetzt so diskontinuierlich stattfand, doch vielleicht eine gewisse Form von Kontinuität geben könnten. Das sollte für die Medizinstudenten, die in 3-4 Jahren dann ihre Approbation haben und im realen Leben sein werden, etwas Interessantes sein, hoffentlich aber auch für Sie alle, weil wir, wie ich denke, sehr stark beeinflusst sind von einer Form von Medialisierung. Ich glaube, dass wir heute ubiquitär in unserer Kultur, in der Gesellschaft keinen einzigen Ort haben, wo Bilder, wo Screens keine wichtige oder weniger wichtige Rolle spielen. Das sind Sachen, die ich Ihnen als Medienwissenschaftler gar nicht zeigen muss und sagen muss. Nur ich brauche es ja als eine kurze Einleitung, damit es Ihnen bewusst wird, da wir heute uns speziell über Screens, Displays, Monitore und so weiter sprechen wollen, dachte ich, okay, das ist das, was auf uns umgibt. Und unser Ansatz ist ganz einfach, dass die medizinische Praxis als eine zugleich wissenschaftliche oder auch kulturelle Praxis natürlich etwas ist, was sich nicht trennen lässt vom Rest, vom kulturellen Kontext. Abgesehen von allen Mathematisierungen, abgesehen von allen medialen Implikationen, von philosophischen Implikationen und vor allem für uns sehr interessant von epistemologischen Implikationen, die wir für unsere eigene Praxis haben. Sie wissen, wir sind vorerst Praktiker. Wir haben zwar eine wissenschaftlich begründete Praxis, aber vorerst sind wir Praktiker und haben mit realen Tatsachen und Problemen zu tun, die akut sind, aktuell sind und immer vor Ort sind. Aber nichtsdestotrotz immer noch eine Art kulturelle Praxis, wie Sie sehen, und wir sind umgeben von diesen ganzen Praxen, von Überwachungsstationen, von Flughäfen, die uns mit Bildschirmen umgehen. Das heißt, ich kann jetzt weitermachen ein paar Stunden. Das wird natürlich Ihnen helfen, zu sagen, dass unsere Bildschirme, unsere Displays, unsere Screens natürlich in diesem Kontext sich befinden und nicht quasi in den geschlossenen Räumen, in den Blackbox der Universitätsklinika, wo man dann mit 10, 14, 20 Millionen teure Geräte wunderbare Bilder erzeugt, aber alles andere ist ausschließlich getrennt. Ich denke, dass auch diese eine sehr spezifische Form der kulturellen Praxis ist, die Analyse bedarf. Und das ist das, was uns zwingt, hierher zu kommen, weil wir Ihre Kompetenz und Ihr Wissen und Ihre historische Fähigkeit brauchen, das zu analysieren, was wir täglich tun, weil wir manchmal selbst nicht sehr oft über unseren Tellerrand schauen können oder wollen, manchmal. Das sind die Screens, über die ich gesprochen habe. Schauen Sie sich das einfach an. Das sind einfache Bilder gemacht mit meinem Telefon. Das ist ein ganz normaler Alltag. Ohne Schnickschnack, ohne Photoshop, ohne Werbung, ohne irgendwas. Die Formen, wie die Screens und Monitore jegliche Form der Kommunikation bestimmen und prägen vor allem. Prägen heißt, dass es eine Konferenz dienstags immer stattfindet, in den Campus Mitte. Wir sind mit Video verbunden mit 3 anderen Campi, bei Bedarf auch von irgendwo, von einem beliebigen Ort der Welt, wenn es Probleme gibt oder Fragen bezüglich, das ist das Thorax-Team, das heißt, da handelt es sich um Erkrankungen des Brustkorbes sozusagen, jeglicher Art, vor allem in diesem Form um bösartige Erkrankungen. Das ist ein anderes Bild auch, das ist immer mittwochs 8.30 Uhr, unser Magen-Darm-Team sozusagen. Sie sehen, ich will nur zeigen, ein paar kleine Beispiele aus dem Alltag, ohne dass es verschönt ist oder die Bilder, das ist einfach Schnappschüsse von einem Alltag, sehr früh, 7.30 Uhr, 7.45 Uhr, aber das überlebt man ja irgendwann früher oder später. Das ist sozusagen eine eigene Konferenz, wo wir quasi früh 7.30 Uhr anfangen mit einem großen Bildschirm und ausschließlich mit Bildern hantieren. Unsere klinische Entscheidungen, unsere Analysen, unsere Kritik, unsere Fragestellung stammen natürlich aus dem Alltag vor bestehende Erkrankungen, die Konzepte brauchen. Ich will nur Ihnen in dieser Hand dieser vielen Screens und vielen Bilder zeigen, dass im Grunde genommen heute in der medizinischen Praxis kein einziger Bereich gibt. Weder in der Diagnostik, Therapie, wo man ohne Bilder auskommen kann. Also wir sind nicht nur umgeben von diesen Screens und deren digitalen Erzeugnissen, sondern unsere Praxis wird explizit geprägt dadurch. Sie führen uns sozusagen, und das wird unser vielleicht einer interessanten Zusammenarbeitsfelder für die Zukunft sein, für alles, was Image Guidance betrifft. Das ist das, was mit Matthias Brun und Herrn Bredekamp in diesem Rahmen dieses Clusters machen werde, das heißt Bildführung. Nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern das ist Bildführung im wörtlichen Sinne des Wortes. Und so kann ich das kurz machen, ohne Herrn Planitzer was vorwegzunehmen. Das ist der Alltag.
der Stadtwille. Sie sehen, es gibt keinen einzigen Raum ohne die Bilder. Selbst die ganz langweiligen Röntgenbilder aus den Vortagen sozusagen der Digitalität, selbst die sind früher oder später digitalisiert oder digital dargestellt auf verschiedenen Screen-Möglichkeiten. Was mich interessiert, ist eher das, also einen Schritt weiter, um nicht zu sagen, es gibt eine digitale Bildkultur in der Medizin, die deutlich, was die Produktionsmaße und Rate betrifft, einprägsamer ist als alles andere. Wir erzeugen an einem einfachen Vormittag, einen Montag schon einige Dutzend, 100 Gigabyte an Informationen. Wenn wir schon über Scheinungen und Mathematisierung sprechen, das heißt, die Menge an Informationen, die wir täglich erzeugen, überwiegt bei weitem, ich denke schon, jede andere kulturelle Aktivität an Daten. Ich möchte natürlich nichts gegen die Kunst sagen. Es ist schöner, 6 Monate zu meditieren und dann ein Bild zu machen mit ein paar Megabyte, aber es geht ja nicht um Vergleich. Okay. Das ist der Alltag, wo Bildgebung, wo Bildschirme, wo Screens tatsächlich nicht nur uns ermöglichen, Diagnostik zu betreiben, nicht nur uns ermöglichen, Therapie, Bildgefühl zu betreiben, sondern auch unsere Therapie monitoren. Monitoring in unserem Sprachkontext heißt uns quasi kontrollieren. Monitoring heißt einfach für uns nicht nur Monitoring, sondern auch ein Vergleich oder eine Kontrolle dessen, was wir als Handlung betrachten. Das ist so ein Raum für kardiovaskuläre Diagnostik. Das schöne Bild, was Sie da hinten sehen, sind Herzgefäße. Das heißt, eine kardiovaskuläre Diagnostik des Herzinfarktes, der Erkrankung, der Herzkranzgefäße und ähnliches. Nur als Beispiel. Ich habe explizit für Sie diese Broschüren auch rausgewählt, damit es nicht nur der gemeine Alltag ist. Das wird sonst langweilig. Das ist natürlich ein bisschen Stück Zukunft, aber nur die Zukunft ist schon Realität, weil es inzwischen in Deutschland mindestens von diesem System 8, 9 Stationen gibt, die langsam beginnen sozusagen ausschließlich. Sie sehen die Umgebung quasi, dieses Panoramische an Bildschirmen, dass jeglicher Schritt, jede Maßnahme, jede Prozedur bildgeführt und bildkontrolliert ist mit Monitoren. Ich möchte nur Ihnen zeigen, dass nichts metaphorisch ist. Wenn wir sagen Displays, Monitore, meinen wir auch wirklich Displays und Monitore. Also das, was auch Wolfgang Ernst so mag und ich genauso, also eine Materialität dieser Kultur. Materialität im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist etwas ein Set für neurochirurgische Interventionen, dass Sie sehen, dass der Operateur nicht nur ein Mikroskop benutzt für die Intervention, das heißt nicht nur sein Fortgang quasi image-guided ist, sondern selbst für jeden externen, dieses Prozedere bildgebend gemonitort werden kann, kontrolliert werden kann. Und Sie wissen, dass in den USA diese Operationen alle videogefilmt werden, aus juristischen Gründen zum Beispiel. Dass, falls man Fehler macht und verklagt wird, man sagen kann, okay, ich habe den Fehler nicht vorsätzlich betrieben, hier ist das Video dazu. Ja, also ich will Ihnen nur die kulturelle Implikation zeigen, dass es nicht nur Technik ist, nicht nur Elektrotechnik, nicht nur Signaltechnik, nicht nur audiovisuelle Medien, sondern zugleich natürlich Jurisprudenz. Und ein Haufen ethische Implikationen, über die wir vielleicht heute nicht so viel reden sollen, sonst werden wir heute nicht fertig. Das ist die Art und Weise, wie wir miteinander inzwischen sprechen. Sozusagen. Das ist die Praxis, wo Bilder quasi alles bestimmen. Und das ist eben ein beliebiger Arbeitsplatz. Das ist der Chirurg. Das ist zwar ein Labor, aber wir haben das gleiche Gerät in Campus Mitte zum Beispiel, das ist Da Vinci. Gerät, also ein roboterassistierte Chirurgie, wo der Chirurg gar nicht am Patienten mehr ist, sondern das, was er macht, ist diese Konsole, die Sie hier sehen, in denen er quasi reinschaut in einen dreidimensionalen Raum und mit zwei Handschuhen, wo er seine beiden Hände hat, mit mehreren Freiheitsgraden die Operation durchführt, obwohl der Patient da drüben ist. Sie können sich vorstellen, dass man das Gleiche auch aus Mailand oder New York machen kann. Man sollte es aber nicht machen, weil es aus vielen Gründen nicht notwendig ist, aber rein theoretisch ist das natürlich möglich. Und das ist eben auch nicht Zukunft, sondern das ist heute. Wir haben heute gerade eine Verhandlung über die Erneuerung dieses Typuses. Wir werden bald heißt, wenn wir 1,3 Millionen haben sollten, das kommt in den nächsten 2, 3 Wochen dann, zwei Konsolen haben. Das heißt, der Chirurg sitzt an einem Gerät und sein Assistent sitzt an der nächsten Konsole fürs Lernen. Das heißt, das sollte sozusagen Teil des Unterrichtes werden für Neurochirurgen und für euch vielleicht schon zu spät, auch für Studenten. Das ist ein Versprechen, das wir heute dem kaufmännischen Leiter gegenüber gemacht haben. Auch Lehre kommt an diese Konsole dran. Aber die, glaube ich, ist zu spät. Okay. Und das ist im Grunde genommen das, was wir uns vorstellen, wie die Zukunft dieser bildgeführten Sachen sein soll. Das ist unser zweites, neben Da Vinci, und das zweite Ass sozusagen, Cyberknife, ein Roboter aus der Autoindustrie kommender Roboter.
der quasi mit ohne jegliche Zeitvernahme, ist ein schönes Wort, nicht? Das ist eine kalifornische Firma, die innerhalb von 8 Jahren fast die ganze Welt erobert hat. Die haben mit 5 Geräten angefangen, jetzt haben sie 180 Geräte weltweit. 3,2 Millionen pro Gerät. Das ist quasi eine Art bildgeführte, konservative Therapie im Vergleich zu Da Vinci, was eine invasive Therapie erlaubt. Aber auch das ist eine Art Remote Controlling, Bild- und Monitorbasiert. Nur, dass Sie die Beispiele gesehen haben von heute, also wirklich heute und nicht irgendwann. Okay, und dann, damit wir auch dann zu Herrn Planzer gehen können, ein schönes Ding, was ich gerade vor ein paar Tagen gesehen habe, von den Vorstellungen offensichtlich der Industrie über unsere Zukunft. Das ist nur die Einleitung, damit Sie ein bisschen warm werden. Und jetzt kommen wir. Das ist das, was die Industrie vorstellt, wie unsere Zukunft zu sein hat. Sie können sich jetzt einigermaßen ausmalen, welche mediale, welche medientechnologische, welche epistemologische, welche kulturelle, welche ethische Implikationen selbst in diesem kleinen Entwurf der Zukunft stecken. Diese Zukunft ist nicht sehr weit. Und die absolute Virtualisierung des Patienten kommt dazu. Für Sie ausgewählt in einem geisteswissenschaftlichen Institut. Das ist der Ort des Geistes, der sich auch offensichtlich abstrahiert zu sein scheint. Von den Trägern. Das glaube ich mit der Adapter. Achso. Dann kann ich Herrn Planitzer bitten, jetzt in können die Leute Sie unterbrechen oder wollen Sie durch? Ja, natürlich, jederzeit, wenn Fragen stellen. Also, wenn Sie ihn stören wollen, bitte. So, und so, dann gucken wir, was funktioniert. Es einmal zu und dann wieder auf. Okay. Ja, heute soll es im Bildschirm in Medizin gehen und um die Grundthese, dass es für uns als Ärzte bzw. Studenten schon die technische Schnittstelle zwischen Arzt und dem Patienten ist. Und das bringt natürlich einige Möglichkeiten mit sich, wie überhaupt Limitationen. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wieso unterhalten wir uns überhaupt drüber? Ich möchte gerne mal die Dringlichkeit des Sachverhalts mal darstellen. Also wenn wir von Röntgen sprechen, von CT, von Ultraschall, dann sagen wir bildgebende Verfahren. Also das steckt schon im Namen, offensichtlich haben wir viel mit Bildern zu tun. Und all diese bildgebenden Verfahren funktionieren heute alle mit Bildschirm. Das heißt, es ist nicht mehr wegzudenken. Wir haben sie, wie gerade schon gesehen, im Arztzimmer, wir haben sie im Röntgenlabor, wir haben sie im OP, aber auch im Patientenzimmer. Das heißt, die Medizin ist bildhaft geworden. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen, wie zum Beispiel heute so ein OP ausschaut. Das ist in München, dort in dem Deutschen Herzzentrum. Und allein in diesem Raum, ich habe vorhin gezählt, sind 29 Bildschirme. Das fängt an vom LCD-Bildschirm, geht über zu diesen Geräten dort vorne, wo man dann halt auch, wie in den Bildern vorhin schon gesehen, zum Beispiel live sehen kann, wie das Herz schlägt. Das, was Sie da links im Bild sehen, das ist ein CT, das heißt, damit können Sie ja live im OP schon die Bilder machen.
Mit anderen Worten, sie schneiden zwar am Patienten rum, aber sie haben gleichzeitig die Bilder. Also es geht zusammen eine Union ein. Okay, das heißt, die Fragen, die daraus erwachsen sind, A, welche Bilder umgeben uns überhaupt? Wo gehören Bildschirme mittlerweile zum unverzichtbaren Inventar dazu? Aber auch, wodurch zeichnet sich ein medizinisches Bildregime aus? Also wie sieht ein medizinisches Bild aus? Was macht es aus? Wie fühlt es sich an? Das geht im Alltag tatsächlich ziemlich unter, wenn man das benutzt, weil man routiniert ist. Aber ich möchte behaupten, Sie als Bildwissenschaftler sehen auch noch mehr als wir. Und gleichzeitig muss man sich auch fragen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Und ich verspreche Ihnen, das ist fast der einzige Text, den ich heute habe. Und zur Einführung möchte ich Ihnen einfach nochmal darstellen, wie die Entwicklung heute ist. Also Sie wissen mal vor, die Maschine dringt mittlerweile in den Körper ein, damit wir es nicht tun müssen. Und der Bildschirm ist ein Fenster in das Innerste des Körpers. Seine Methode ist ein schonender Zugang, der Bildschirm ist Chirurg und Diagnostiker zugleich. So, was heißt das für uns? Also mittlerweile ist es so, dass jede technische Revolution, die wir in der Medizin erlebt haben, noch einen tieferen Zugang in den Körper ermöglicht hat. Das heißt, Körperapparate sind heute eigentlich Bildapparate, weil ihre Sprache ist mittlerweile eine bildliche. Und die Bildschirme sind dabei ein Interface zwischen Mensch, Patient und Arzt. Und heute soll es vor allem um die Maschine gehen. Damit Sie auch was zum Denken haben, will ich Ihnen ein paar Thesen aufstellen, die gar nicht mal richtig sein müssen, aber die können Sie selbst überprüfen, weil Sie es sowieso viel besser können als wir Mediziner. Und die soll sich auf die folgende Präsentation beziehen. Also A geht es, habe ich einen Unterschied gemacht, wie die Synodalität zwischen Bild und Körper ist. Also wenn man das mal in eine Frage stellen will, zeigt der Bildschirm überhaupt jetzt den gegenwärtigen Zustand an? Wie wenn ich zum Beispiel einen Ultraschall habe, dann kann ich den das mal anschauen. Oder gucke ich mir den vergangenen Zustand an? Ist das Bild vielleicht eine Woche alt, ist das zwei Wochen alt? Das hat tatsächlich immense Auswirkungen für die Behandlung, weil sie natürlich einen Unterschied daraus machen müssen und dann sehen, okay, das ist Material, was ich vielleicht nicht verwerten kann. Gleichzeitig haben wir natürliche Bilder, also im besten Falle Fotografien oder Videos und natürlich auch synthetische Bilder. Also man könnte mal fragen, handelt es sich um ein Abbild oder eigentlich eine Visualisierung aus irgendeinem Datensatz, wo wir gar nicht wissen, wo das herkommt. Und da wird es dann wieder interessant, welche Verfremdung, welche Artefakte tauchen auf. Also wie vertrauenswürdig ist das Bild? Und Sie werden im Folgenden sehen, dass es tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Und im Anschluss können wir dann darüber diskutieren. Ja, fangen wir an mit ein bisschen Geschichte. Das ist das erste bildgebende Verfahren, das wir heute noch verwenden, nämlich das Röntgenbild. Und das Namensgeber war Wilhelm Conrad Röntgen, der da in dem Labor, was Sie da sehen, in Würzburg 1895 die so einen X-Strahlen entdeckt hat. Ein Jahr später hieß sie schon Röntgenstrahlen und 4 Jahre später gab es den Nobelpreis dafür. Und was hat er gemacht? Er war natürlich total neugierig, hat als erstes mal die Hand seiner Frau Anna Bertha mit einem Röntgenstrahlen beschossen und hat dieses Bild bekommen. Da sehen Sie super auch den Ring drauf und sie sagte bezeichnetweise, ich habe meinen Tod gesehen. Also kann man, glaube ich, schon erkennen, was das damals für einen Impact gewesen sein muss. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Anordnung, die ein relativ fotografisches Prinzip ist. Sie haben da so eine Kathodenstrahlröhre, also eine Photonenquelle, und dann ist auf der anderen Seite ein Schirm, im wahrsten Sinne des Wortes, also eine Röntgenplatte, die mit Silbersalz funktioniert, und dann ist es einfach nur eine Fotografie. Unterschied ist nur, dass wir Photonen verwenden, die wesentlich höher energetisch sind, sodass es kein optisches Verfahren im eigentlichen Sinne ist. Anfangs gab es nur diese Platten, die kennen Sie vielleicht noch aus Filmen, und später hat es dieselbe Entwicklung gemacht wie in der Fotografie. Was Sie da zuerst sehen, sind Abzüge, so wie Dias. Die werden vom Röntgenbetrachter angeschaut und später wird das Ganze digital. Dann können Sie wiederverwendbare Platten nehmen, da sind CCD-Chips drin, wie in Digitalkameras. Und dann haben Sie es komplett digitalisiert. Das heißt, wie schaut es heute aus? Der Patient geht zum Röntgen, kehrt dann irgendwann wieder. Wir haben 10 Minuten später die Bilder auf dem Bildschirm und können dann drüber sprechen. Das heißt, wir haben mehr oder weniger alte Bilder, aber wir haben auch keine simultanen Bilder. Mit dabei ist das etabliertes Prinzip. Bloß man muss auch auf Artefakte aufpassen. Das soll mir heute auch ein großes, also ein wichtiges Anliegen sein, weil das ist so die Krux dieser Bilder, die wir haben. Wir können denen nicht immer vertrauen. Wir müssen schauen, was die haben. Dann frage ich vielleicht mal meine Medizinerkollegen, weil es ist recht interessant. Mag jemand das erste Bild beschreiben? So dass die anderen das auch verstehen. Also was sieht man schon mal für Organe? Vielleicht sehen das auch andere Menschen. Die Lunge. Genau. Was sieht man noch? Die Lunge ist das Schwarze. Die Wirbelsäule. Genau, die Wirbelsäule. Das Herz. Das Herz, Zwerchfellrippen. So, was fällt dem mehr oder weniger geschulten Auge auf? Das sind diese komischen, knubbelhaften Strukturen, die da überall drüber sind. Also diese körnige, scharf begrenzte Verschattung. Und tatsächlich ist das nur eine Stickerei vom Bademantel. So, wenn Sie jetzt ein Assistenzarzt sind, dann sehen Sie das auf Station und denken sich, mein Gott, was ist mit dem Patienten los? Wir müssen ihn sofort in OP schieben. So, wenn Sie ein geschulter Radiologe sind und Sie, vielleicht waren Sie tatsächlich auch die radiologische Assistentin, die das gemacht hat, dann sagen Sie, okay, das war nur ein Bademantel.
Und so haben wir viele Artefakte verschiedener Arten und man kann die wirklich gar nicht alle kennen. Also bei dem zweiten Bild, da sehen wir ein Röntgenbild von der Seite, von dem Kopf. Und man sieht wunderbar den Schädel und auch die Wirbel, wo es irgendwie da, wo der Brustkorb sein soll, das ist irgendwie eine weiße Fläche. Wo kommt das her? Jetzt könnte man wieder denken, da ist ganz viel Flüssigkeit drin, was ist das? Aber tatsächlich ist dieser Röntgenfilm überlagert. So. Das müssen Sie auch erstmal wissen. Und dann gibt es noch dieses letzte Artefakt, das ich mir gezeigt habe, das sieht relativ abstrakt aus. Das ist auch nicht irgendwie ein Spot-Painting von Damon Hirst in einer monochromen Periode oder sowas. Das ist einfach eine identische Ladung durch die Walzmaschine, die man früher im Film hatte. Es ist natürlich klar, dass wir diese Artefakte gar nicht mehr sehen, zumindest die letzten beiden, weil das eigentlich aus der Filmentwicklung kommt. Genauso gibt es auch Knicke oder Risse im Röntgenfilm oder auch Schäden in der Filmemission oder Algenentwicklerbart. Also da hat man alles Mögliche gesehen. Nur heute haben wir es zum Glück digitalisiert und da kommt das nicht mehr vor. Was allerdings das Problem ist, die meisten Leute kennen es auch nicht mehr. Das heißt, wenn man dann so eine Stickerei sieht, dann hat man erstmal das Problem. Okay. Das Röntgen war dann für viele Jahrzehnte tatsächlich das relevante bildgebende Verfahren. Und ich will es jetzt erstmal ein bisschen geschichtlich aufbauen. Sie werden nachher sehen, dann kommen hier ein paar spannendere Sachen. Dann kam irgendwann der Ultraschall über die Sonographie. Vielleicht kennen Sie das aus eigener Behandlung. Das ist eigentlich nur so ein Gerät, wie Sie es dort sehen. Da sind Sonden dabei, dann gibt es eine Prozessoreinheit, einen Bildschirm, eine Tastatur und noch einen Drucker, damit der Patient ein Bildchen hat für daheim. So, und das Ganze fing an mit einem sogenannten CW-Doppler. Hören Sie mal hin, das sollte funktionieren. Tut's nicht. Schade. Nee, wir zurück. Okay, was ich Ihnen noch vermitteln will mit dieser Abbildung, ist der CW-Doppler, das erste Ultraschallbild, was wir hatten, das war vor allem ein audiovisuelles Verfahren. Also nebenher würden Sie so ein Rauschen hören von dieser Welle, die dort visualisiert ist, und das benutzt man zum Beispiel, um verschiedene Strömungsphänomene sich anzuhören und anzuschauen. Und tatsächlich war das beides so miteinander verschränkt, dass man nur nicht eines davon nutzen konnte. Und ein erfahrener Untersucher verlässt sich zwar auf die Geräusche, aber ohne das Bild geht es nicht. Und Sie sehen, das ist eine relativ abstrakte Darstellung und da würde man da ja auch nichts mit anfangen können, das sind halt irgendwelche Berge oder so. Und wenn wir jetzt von Sonographie sprechen, meinen wir eigentlich das heutzutage. Das kennen Sie sicherlich aus Film, vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Da sitzt dann der Arzt am Patienten, hält diese Sonde und auf dem Bildschirm sehen Sie dann sofort, was geschieht. Das heißt, wir haben so ein Tarnbild. Und das ist auf jeden Fall, wenn man sich das mal überlegt, eine riesige Errungenschaft. Also Sie halten mit Ihrer Sonde rauf, können durchschwenken und dann sehen Sie sofort, was geschieht. Das sind quasi Live-Bilder. Oder stellen Sie sich vor, wie die verlängerten Arme des Arztes. Als wenn Sie da mit der Taschenlampe reinschauen. Und um das mal kurz aufzudröseln oder sich zu vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Also wir haben eine Sonde, die gewinnt Daten, und zwar über die Impedanz, also den Materialwiderstand des Gewebes, das muss ich auch gar nicht erst interessieren, weil wir gewinnen ganz viele Daten, die nicht optischer Natur sind. Das ist ein abstrakter Datensatz, damit müssen wir irgendwas anfangen. Und was die Maschine dann macht, geht das mit der Helligkeit? Okay. Und was die Maschine jetzt macht, sie baut irgendwie Bilder draus. Das heißt, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Refiguration durch irgendwelche komplexen Berechnungen, die uns gar nicht bekannt sind. Und das Bild wird echt dadurch lesbar, dass es mit anatomischen Strukturen, die wir kennen, halt irgendwie Ähnlichkeiten hat. Das heißt, wir haben Figuration versus Abstraktion, die dazu kommt. Und wenn Sie das mal gesehen haben, das ist jetzt aus der Schwangerschaft, also so wie man es auch kennt, dass da halt das Embryo untersucht wird. Und dann haben Sie sicherlich auch schon verschiedene Sachen gesehen, wie Beine, Arme oder Köpfe. Also das erkennt man halt wirklich nur dadurch. Fängt von vorne. Okay. Was aber dazu kommt, Sonographie, wie ich gerade sagte, ist halt kein optisches Verfahren. Das heißt, wir sehen nicht irgendwie, wie sieht die Haut und das Kindes aus. Also da können wir keine Auskunft drüber geben. Ist das jetzt ein dunkelhäutiges Kind oder ein hellhäutiges Kind oder irgendwelche anderen Farben? Es ist halt tatsächlich gar nicht optisch, was wir sehen. Und damit das irgendwie visualisiert werden kann, haben wir halt dieses Graustufenbild, was lediglich tatsächlich nur dieser Datensatz ist. Den müssen wir irgendwie darstellen. Und das bringt wieder einige Limitationen mit sich. Und zwar, jetzt funktioniert das hier nicht. Da. Im Sinne verschiedener Artefakte. Artefakte sind so eine Sache, die stören uns dauernd in der Praxis. Also auch wieder bei der Sonographie. Wir haben einerseits dieses Rundrauschen. Ich möchte behaupten, die allermeisten von Ihnen wissen gar nicht, was das da oben ist, eben weil es so rauscht. Sie können es gar nicht erkennen. Das Problem haben wir dann auch häufiger und man muss teilweise schon geschult sein, um überhaupt was zu sehen. Also das ist immer ein sehr schwieriges Unterfangen. Letztendlich bildet sich da halt ein Bildgedächtnis aus. Für bestimmte Strukturen funktioniert irgendwas nicht. Ich habe hier das Tonskopf. Achso. Ja, es kommt auch kein Ton mehr. Achso.
Okay, das heißt, wenn man auch als erfahrener Ultraschaller das eine ganze Weile gemacht hat, dann baut sich ein Bildgedächtnis auf. Sie sehen halt bestimmte recht abstrakte Figuren und wissen dann, okay, das ist die Blase, das ist zum Beispiel das da oben, also das Dings. Oder sie wissen dann, wie eine Leber ausschaut, aber das würde jemand anders nicht erkennen. Dann kommen ihnen trotzdem noch die Artefakte dazwischen, wie zum Beispiel so ein Spiegelartefakt. Da sehen sie, dass da eine Struktur an dieser Oberfläche gespiegelt ist, die ist gar nicht da. So, wenn sie noch nie von einem Spiegelartefakt gehört haben, dann sehen sie auf einmal da noch eine zweite Struktur, handeln vielleicht anders und dann haben sie das Problem. Sie haben sie aufs Bild verlassen und das hat ihnen was vorgegeben, was gar nicht da ist. Wie entsteht so ein Spiegelartefakt? Also, Spiegelartefakt entsteht immer da, man sieht ja da so eine schwarze Fläche und dann eine weiße Fläche. Und was tatsächlich der Ultraschall misst, ist ein Impedanzunterschied, also wie der Materialwiderstand sich von einer Grenze zur anderen verhält. Und wenn er so groß ist, dann kann es entstehen, dass das Gerät das fehlinterpretiert und denkt, dass dahinter ist nochmal dieselbe Struktur. Ähnlich ist es beim Luftartefakt. Also Luft ist natürlich vom Widerstand für Schallwellen wesentlich geringer als meinetwegen Knochen. Und wenn dann zwei so eine Flächen aufeinandertreffen, dann gibt es so ein Artefakt wieder vorne, das ist dieses streifige Stufenbild. Und dann sehen sie auf einmal auch wieder Sachen, die sie nicht verwerten können, weil man weiß nicht, was dort tatsächlich ist und man weiß auch nicht, ob es ein fehlfunktionales Gerät ist oder vielleicht überdeckt es auch andere Dinge und man kriegt es gar nicht mit. Also viele Artefakte sehen sie sowieso nicht, weil sie nicht so stark sind und dann ist es natürlich noch schwieriger, darauf Acht zu geben und wirklich eine ordentliche Entscheidung zu treffen. Andererseits, manche Artefakte sind dort durchaus hilfreich, wie zum Beispiel das Luftartefakt. Da sehen sie da vorne nochmal dasselbe Luftartefakt, wieder dieses streifige Muster. Wenn sie das auch nicht gesehen hätten, hätten sie wahrscheinlich einen Darmriss übersehen. Weil warum auch? Sie sehen da kein Loch oder sowas. Und was man nämlich daraus schließen kann, wenn in diesem Fall in der freien Bauchhöhle Luft ist, dann muss irgendwo ein Loch im System sein, das heißt, sie haben den Patienten das Leben gerettet. Wäre da nicht dieses Luftartefakt, dann hätte sonst was passieren können. Auf ähnliche Art und Weise wird auch sogenannter Schallschatten ausgenutzt, wie Sie es da vorne rechts sehen. Also der entsteht immer dann, wenn Sie eine besonders dichte Struktur haben, wo halt sehr viele Schallwellen von reflektiert werden, dann ist für das Gewebe dahinter keine Schallwellen mehr über und dann wird das halt als Schatten dargestellt. Das nutzen sie tatsächlich, um Gallensteine oder Nierensteine oder sowas da nachzuweisen. Also da wird tatsächlich mal so ein Artefakt auch nützlich, sonst behindert uns das halt immer. Genau. Das nächste Verfahren, was ich Ihnen kurz vorstellen will, sind CT und MRT. Also wir hatten ja gerade relativ 2D-Verfahren und im CT und MRT haben wir ein 3D-Verfahren. Das heißt, wir haben schon wieder eine ganz andere Bildqualität. Also CT ist die Computertomographie und MRT ist die Magnetresonanztomographie, damit Sie es mal gehört haben. Und nur damit Sie es unterscheiden können, CT nutzen wir wieder Röntgenstrahlen wie vorhin. Das heißt, wir haben dieselbe Bildentstehung mehr oder weniger und im MRT geht es um magnetische Eigenschaften des Gewebes. Der Rest ist allerdings relativ ähnlich, weswegen ich Sie nicht mit den Einzelheiten nerven will. Ich will wieder nochmal zusammenfassen, wie es dazu kommt. Also wir haben eine physikalische Methode, die generiert einen Datensatz, in dem Fall Voxel, das ist wie ein Pixel, bloß Volumen. Und wir haben diesen Datensatz, wo verschiedene Berechnungen darauf angewendet werden. Die kennt kein Mensch, das weiß nur Siemens und die Hersteller der Geräte. Und daraus wird dann irgendetwas gemacht. Es wird aufbereitet, dann wird es irgendwann umgewandelt in ein Graustufenbild, um dann Filter drauf zu geben zur Adjustierung oder Kontrastverstärkung. Und dann erst sehen Sie es auf dem Bildschirm. Das heißt, wir kriegen eine Serie von Einzelbildern und die können dann tatsächlich auch in so einer Animation dargestellt werden. Sie wissen allerdings wieder nicht, was die Maschine vorher gemacht hat. Das heißt, Sie kriegen im besten Fall, wenn Sie in der Notaufnahme sitzen, von einem Radiologen so ein Bild. Sie wissen nicht, was der ausgewählt hat. Gibt es das nicht unter Linux? Bitte? Unter Linux? Ja, dass man sozusagen Einsicht in den Code hat. Ach so, da würde ich persönlich einen Radiologen anrufen und fragen, was er gemacht hat. Das ist einfacher. Es geht schneller. Also weiß ich nicht. Gibt es das unter Linux? Also ist denn diese Code so offen? Nee, ich glaube nicht. Das ist eine große Geldquelle und da ist nicht Open Source. Open Source ist immer, wenn man keine finanziellen Interessen hat. Also das heißt, wir haben hier wieder eine Parallelität zum Ultraschall. Wir haben einen Datensatz, der muss irgendwie dargestellt werden, weil das ist halt eine physikalische Eigenschaft, für die wir keine Sinne haben. Also wie fühlt sich Magnetresonanz an oder wie fühlt sich Röntgenabsorption an? Kennen wir nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie das darstellen und das Beste ist halt das Bild. Und da kommen dann diese ganzen Algorithmen zu tragen. Und was nochmal interessant ist an MRT und auch CT, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen. Da wird es noch schwieriger. Ich möchte behaupten, es sind vielleicht 70 oder 80 Möglichkeiten, Herr Balakschi kennt wahrscheinlich noch wesentlich mehr, um aus einem MRT-Datensatz verschiedene Bilder zu gewinnen. Das ist jetzt ein und derselbe Patient, ein und dieselbe Aufnahme, verschiedene Bilder. Worum es geht, ist das mit dem Pfeil. Da ist eine Blutung im Gehirn. Sieht überall anders aus.
So, jetzt haben wir da ein Problem damit. Denn mit diesen sogenannten Wichtungen müssen wir erstmal wissen, welche wir nehmen. Das weiß nur der Radiologe, das weiß ich nicht. Und da bin ich mehr oder weniger auch, muss ich mich mehr oder weniger auch darauf verlassen. Und dieses Bild wird tatsächlich erst dadurch wieder lesbar für uns, weil es wieder einer bekannten Struktur ähnelt. Also ich sehe da nur ein Gehirn, weil ich schon viele MRT-Bilder gesehen habe und weil ich natürlich prinzipiell weiß, wie ein Gehirn ausschaut. Wenn das jetzt aber komplett andere Farben sind, dann muss ich auch erstmal überlegen, wie sehen einzelne Teile des Gehirns aus? Wie sind die in dieser Wichtung, wie man sagt, also in dieser Darstellungsweise? Und so benötigt man halt ein gewisses Bildverständnis. Genau, was hier dazu kommt, ist wieder das Graustufenproblem. Das haben wir bei der Sonographie weniger, aber es ist mit CT und MRT eine recht interessante Sache. Also der Mensch kann nur tatsächlich 60 verschiedene Grautöne unterscheiden und die Maschinen, die wir haben, die können natürlich wesentlich mehr verschiedene Datenabstufungen schaffen als 60 Stück. Also wer sonst dachte, ich glaube, das sind Zehntausende tatsächlich. Und damit wir dem irgendwie Rechnung tragen, kommen wir zur sogenannten Fensterung. Ich will das kurz erklären. Das ist beides mal ein Brustkorb mit zwei verschiedenen Fenstern. Das eine ist ein Lungenfenster, das andere ist ein Weichteilfenster. Das sind trotzdem komplett verschiedene Bilder auf Grundlage desselben Datensatzes. Was machen wir, um es nur kurz zu sagen? Wir suchen uns eine bestimmte Dichte raus und stellen das über unser gesamtes sichtbare Spektrum dar. Und alles, was da drüber ist, ist schwarz, alles darunter ist weiß. Das heißt, wir blenden total viel aus und haben nur das, was uns interessiert. Jetzt bin ich meinetwegen Assistenzarzt im ersten Jahr und ich weiß nicht, wie ich mir eine ordentliche Lunge anschaue. Dann lasse ich mir das Bild da drüben geben, im Weichteilfenster. Dann sehe ich, oh Gott, der Patient, der hat eine Lungenüberbelegung, da ist viel zu viel Luft drin und dann starte ich eine Therapie, die ihm nicht zukommt. Und eigentlich sieht es so aus wie da drüben, relativ normal. Also da ist auch was Krankhaftes drin, aber auf jeden Fall nicht so tragisch. Und also ich glaube, da sieht man auch ganz gut, wie tatsächlich verschiedene Aufnahmen auch zu unterschiedlichen Bildern führen. Also wie Wichtungen und Fensterungen, was wir jetzt gerade gesehen haben, tatsächlich Visualisierungen sind, also keine Abbilder. Wir haben natürlich wieder nicht die Farben, eine Lunge sieht nicht schwarz-weiß aus, das wissen wir alle. Und wir haben Bilder, die irgendwie manipuliert sind auf eine Art und Weise. Was da auch wieder dazu kommt, also ich merke, es liegt mir ein bisschen am Herzen, die Artefakte, das sind Sachen, die durchaus vorkommen können. Also CT, MRT kennen Sie vielleicht, da liegt man in der Röhre, muss unter Umständen eine halbe Stunde drin liegen, das ist eng, das ist unangenehm, das wird vielleicht heiß, da bewegen sich die Leute, dann entsteht da so ein Streifenbild, das kann ich nicht verwerten. Das ist nicht immer so extrem, tatsächlich ist es häufig subtil, dann habe ich wieder das Problem, was mache ich damit? Ist das tatsächlich ein Artefakt? Betrügt mich dieses Bild? Oder kann ich das für voll nehmen? Das sieht nicht immer so schlimm aus, vor allem nicht wieder drüben im MRT, wo Sie die Strukturen doppelt sehen, aber das kann alles geschehen. Dann denken Sie auf einmal, Sie haben dann siamesischen Zwilling oder sowas. Und so gibt es auch andere Artefakte. Also, diesem Mensch fehlt nicht das ganze Gesicht, der hat einfach nur Zahnspange, der ist mit Metall ins MRT reingegangen. So, und genauso sieht das da nicht mit Strahlen aus, das ist einfach eine Zahnfüllung. Und wenn Sie das vorher nicht wissen, dann kriegen Sie halt Bilder, die Sie nicht verwerten können. Wir sind mittlerweile so weit, wir legen so viel Wert auf Bilder und wir schenken ihnen so viel Beachtung und wir legen auch so viel Vertrauen rein und dann kriegen Sie Bilder, die Sie erstmal kritisch unterdenken müssen, weil solche Artefakte auftauchen können. Wieso verteilen sich die Artefakte so weit auf dem linken Bild? Also die Zahnspange, die geht ja nicht so weit hoch. Das ist eine gute Frage, da würde ich den Radiologen nochmal fragen. Das ist wahrscheinlich irgendein... Oh, okay. Also wie gesagt, das sind Extrembilder, das soll auch gar nicht das Problem sein, weil die erkennt man natürlich sofort. Aber wenn Sie sehen, was potenziell möglich ist, dann können Sie sich auch vorstellen, wie viele der Bilder, die wir bekommen, tatsächlich kompromittiert sind. Wo wir bestimmte Veränderungen, die durch die Bildsynthese entstehen, gar nicht wahrnehmen, weil sie so klein sind, aber trotzdem eine gewisse Relevanz für uns haben, weil sie unsere Entscheidung ändern. Um vielleicht daran anzuschließen, das ist ein Standbild, ne? Für eine Sekunde ist ein Screenshot, für einen Moment. Sie können selbst an diesem Bild fenstern und manipulieren, dann kriegen Sie viel mehr Informationen, die verwertbar sein können, aber oder absolut das Gegenteil, unverwertbar sein können. Das, was, glaube ich, Herr Plan ist ja sehr schön in diesem Beispiel zeigt, um das ganz kurz zu machen, ist, wir haben keine Endprodukte, keine ästhetisch so verarbeitbare Endprodukte, die quasi fertig sind, sondern modulare Zwischenprodukte, die jederzeit manipulierbar sein können, wie er das gesagt hat, zur gleichen Zeit. An diesem Fenster können Sie einfach mit der Maus hin und her gehen und irgendwann bekommen Sie schon die Informationen, wenn Sie wissen wollen, wie das Nasendach aussieht zum Beispiel. Ja, also das ist ein Standbild für dieses sehr spezifische Moment und nichts weiter. Also das findet tatsächlich so statt, Sie kriegen diese Bilder, also wenn Sie im Krankenhaus arbeiten, vor allem per Computer, dann haben Sie ein Programm, mit dem können Sie alles einstellen, dann sagen Sie, okay, das gefällt mir nicht, dann ändere ich halt mal den Kontrast oder ich schaue mir dieses und dieses Fenster an und so können Sie sich das halt genau anschauen, wie Sie es brauchen.
Also wir kriegen nicht ein fertiges Bild und dann müssen wir uns anfangen, so wie es früher mit Röntgenfilmen war. Da hat es jemand für uns gemacht, heute können wir das alles selbst machen. Das heißt, wir können die Bilder für uns generieren. Wir haben nur noch den Datensatz und wir fangen damit an, was wir wollen. Okay, das war jetzt die synthetischen Bilder. Das heißt, wie abstrakte Datensätze visualisiert werden. Aber richtig interessant wird es erst, wenn wir uns mit optischen Prinzipien auseinandersetzen. Also wo wir tatsächlich einen Einblick in den Körper haben, wie er aussieht. Also komplett in Farbe und auch mit der Zeitkomponente dazu. Also einfach ein natürliches Abbild im Gegensatz zu einem Datensatz, der irgendwie visualisiert wird und wo wir uns darüber nachdenken, wie betrübt das uns vielleicht. Beispiel, was ich Ihnen zeigen will, zumindest das einfachste Beispiel, ist erstmal die Endoskopie. Ich will kurz erklären, wie es funktioniert. Also es sind jetzt diese flexiblen Schläuche. Vielleicht haben Sie das auch schon gesehen. Da kann man die Spitze davon in alle möglichen Seiten knicken. Mit verschiedenen Mikromotoren funktioniert das. Und letzten Endes ist es heutzutage ein digitales System, wo halt vorne eine Kamera dran ist und dann können Sie es auf den Bildschirm übertragen. Und dann kriegen Sie ein Simultanbild, Sie wissen so, wie es drin ausschaut und so sieht das dann auch immer aus bei der Untersuchung. Das heißt, der Patient, der ist zwar physisch anwesend, der liegt da auf der Trage, aber irgendwie wird der gar nicht beachtet. Sie sehen, dass der Arzt schaut auf den Bildschirm, der hat gar kein Interesse für den Patienten. Die Schwester, gut, sie schaut jetzt auch mal zwischendurch auf den Bildschirm, aber sonst würde sie sich gucken, ob der Patient auch ruhig bleibt, also er ist natürlich narkotisiert und man muss auch aufpassen, dass nichts passiert. Aber sonst sind alle wie gebannt auf den Bildschirm schauend. Und ja, ich zeige Ihnen gleich mal ein Video, aber ich will Ihnen das mal nochmal verdeutlichen. Also letzten Endes haben wir da diese riesigen Bildschirme, das ist schon vorsintflutartig, was da ist, teilweise 46 Zoll, die stehen an den Räumen rum, alle schauen auf diesen Bildschirm und eigentlich gucken wir uns nur meinetwegen Enddarm an und der hat nur so einen Durchmesser. Das ziehen sie riesig groß, haben diesen Vergrößerungsfaktor und sie stehen davor und sie müssen das erstmal verarbeiten. Also wenn man dann tatsächlich mal sieht, wie zum Beispiel so ein kleiner Polyp, der abgetragen wurde, wieder rauskommt, wie klein er auf einmal ist, dann werden sie sich wundern, was ist da los. Das heißt, der Bildschirm hat sich schon wieder betrogen. Was dazu kommt, Sie werden es gleich in dem Video sehen, man hat natürlich einen totalen Verlust für das Gefühl für Lage- und Richtungsbeziehungen. Also stellen Sie sich so einen Darm vor, der ist komplett rund. Sie müssen erstmal wissen, wo es oben, unten, wo es vorne, hinten. Vorne, hinten geht noch, können Sie raus und reinziehen, aber wo es oben, unten. So, da haben Sie einige Bezugspunkte, wenn Sie einen Flüssigkeitsspiegel haben oder sowas, oder auch anatomische Anhalte, aber sonst sind Sie mehr oder weniger verloren. Das heißt, Sie tauchen tatsächlich komplett in den Körper ein, so fühlt sich das auch an, wenn Sie da stehen. Auch wenn Sie nur im Raum stehen, Sie haben wirklich dieses Eintauchengefühl. Und das Bild vermittelt Ihnen das total, weil Sie sehen, jede Bewegung wird übertragen. Das ist eine Live-Übertragung. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie dann mal die Zeit gemessen haben, und dann werden Sie sehen, das hat viel kürzer gedauert, als Sie dachten. Also Sie denken, da verbringt man eine halbe Stunde, man schaut sich den Patienten von innen an, aber dann waren es nur 10 Minuten. Und das ist schon lange heutzutage. Okay, damit Sie das nachvollziehen können, zeige ich Ihnen das mal im Video. Das ist jetzt eine Darmspiegelung. Gar nicht so ekelhaft, wie Sie vielleicht vermuten. Also da geht es jetzt in den Dickdarm rein, da hinten ist der Blinddarm. Würde man daran erkennen, wie sich die Fältelung aufbaut. Jetzt geht es kurz in den Dünndarm rein und sehen, das ist ein richtig exploratives Verhalten, das ist wie Höhlenforschung quasi. Und so groß, wie Sie das sehen, sehen wir das dann auch für Bildschirm, nur dass wir direkt davor stehen und nicht im Publikum sitzen. Dann geht es wieder zurück. Wahrscheinlich weiß keiner von Ihnen, wo oben unten ist, ich auch nicht. Der Arzt auch nicht, ist eigentlich jetzt auch relativ egal. Aber so gehen Sie da jetzt langsam durch und schauen sich alles an. Müssen Sie in den Falten schauen, dann haben Sie verschiedene Aufgaben, die Sie zu lösen haben, aber letztendlich schauen Sie wirklich nur auf diesen Bildschirm. Der Patient, der stöhnt vielleicht ein bisschen nebenher, das interessiert Sie gar nicht, Sie haben nur ein Auge dafür. So, da ist Flüssigkeitsspiegel, jetzt wissen Sie, wo Sie sind. Und wenn Sie sich auskennen, dann wissen Sie auch, dass Sie halt am Ende des Tages sind und nicht ganz am Anfang. Sonst sind wir auch wesentlich schneller, das ist jetzt nur für didaktische Gründe. Mittlerweile wäre es schon längst draußen. Und so ist tatsächlich die Realität. Also die Endoskopiker, die das heute machen, die machen das den ganzen Tag. Die sind darauf spezialisiert, die schauen den ganzen Tag auf den Bildschirm. Die kennen nichts anderes mehr. Wenn die im Saal stehen, schauen auf den Bildschirm und danach tippen sie es schon wieder am Computer ein. Also den ganzen Tag nur Bildschirme, Bildschirme, Bildschirme. Die nehmen keinen Stift mehr in die Hand. Warum heißt es eigentlich Spiegelung? Warum Spiegelung heißt, weil es anfangs mit Spiegelsystemen kam. Später gab es dann Fiberglasoptiken, das war ein total aufwendiges und auch natürlich sehr fehleranfälliges Verfahren und heutzutage geht es natürlich komplett digital. So, und der nächste Schritt wäre das, wie minimal wir sehen schon. Ich will erstmal, dass ich das Bild anschauen. Also offensichtlich sieht man den Bereich Chirurgen und die sind vermummt, deswegen wissen wir, dass Chirurgen sind, sonst auch nicht. Und dann liegt da ein Patient offensichtlich, aber die haben schon wieder kein Auge für den Patienten. Was sind das für schlechte Ärzte, was machen die da eigentlich?
Wo schauen wir hin? Man könnte jetzt noch gucken, also der eine Kollege hat seinen Mundschutz nicht richtig auf, dann wurde da hinten auch ein bisschen rumgeschlampt, also irgendwie geht da was schief. Wer weiß, was mit dem Patienten geschieht. Dann schauen Sie mal genau hin, die haben da so Geräte an den Patienten, Trokare nennen wir die, es sind drei, manchmal auch vier Stück. Das ist die Schlüssellochchirurgie, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben. Da werden dann über kleine Schnitte Instrumente eingeführt, aber trotzdem schaut keiner auf den Patienten, weil alle auf den Bildschirm schauen. Das ist dasselbe wie eben, bloß dass wir nicht nur nicht mehr zum Darm kommen oder auch zu den Atemwegen, sondern wir kommen jetzt in jede Leibeshöhle rein. Mit dem Bauch, das geht auch mit dem Oberkörper, das ist gar kein Problem mehr. Also was man hier dran, glaube ich, ganz gut sieht, Bildschirme sind wirklich die Grundlage der Behandlung geworden. Und die Bilder werden auch diskutiert. Also offensichtlich führen die irgendwie eine Diskussion darüber, was jetzt zu tun ist oder was falsch gelaufen ist. Und wieder schaut keiner auf den Patienten. Also anstatt wie früher das Operationsfeld im Auge zu haben, schauen wir jetzt alle auf Bildschirme. Und der Patient geht zum Glück noch nicht verloren. Okay. Dann möchte ich Ihnen den letzten Text für heute mal zeigen. Manche von Ihnen kennen vielleicht von Walter Benjamin das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit. Und der hat schon ganz gut vorausgenommen, was tatsächlich heute Realität ist. Also der hat das Buch 1936 geschrieben und ich will Ihnen mal Zeit geben zum Lesen. Das kennen wir aus dem FF. Ja, aber leider nicht alle. Aber Sie können das wahrscheinlich auch besser diskutieren noch. Zu erkennen. Nicht so, ne? Okay, worum es geht. Also er hat erst verglichen den Magier mit dem Chirurgen. Also Magier meint ja einen Schaman, also einen Naturheiler oder sowas, wie er sich dem Patienten nähert. Nämlich, dass der Chirurg halt eine gewisse Distanz überschreitet, aber sich trotzdem hineinbewegt und dass der Magier halt eher fortbleibt. Und er bezieht das halt im Kontext der Kunst auch auf den Kameramann und den Maler. Und der Kameramann ist halt zu seiner Zeit das Neue gewesen, der tatsächlich tief ins Gewebe der Gegebenheit einbringt. Also wenn Sie jetzt mal diesen letzten Satz vergleichen, sind wir heute aber eigentlich nur Kameramänner. Chirurgen sind Kameramänner, aber anders ist das nicht. Nur andersrum. Also das ist quasi das, was wir heute haben. Ich will noch einen kurzen Ausblick geben, auch wenn wir das heute schon haben. Das haben Sie vorhin schon bei Herrn Badakci gesehen, das ist dieses Da Vinci-System. Nochmal in anderen Bildern, also ein Operationsroboter. Sehen Sie da hinten diese Aufbauten, die da in der Plastikfolie eingeschlossen sind. Davon haben wir mittlerweile 600 Geräte allein in den USA. In Deutschland sind es meines Wissens 12. Und damit können Sie einfach die Präzision des Roboters ausnutzen und wunderbar Operationen zum Beispiel an der Prostata oder der Niere oder der Blase durchführen, die schon wesentlich kompliziert sind. Also Prostata ist ein recht kleines Organ, machen Sie da mal ordentliche Schnitte. Dann haben Sie vielleicht noch einen schlechten Tag und keinen Kaffee getrunken, dann wackeln Sie. Brauchen Sie also einen Roboter. Und also was machen diese Roboter? Letztendlich sehen wir wieder, sehen wir, dass der Chirurg sich physisch entfernt von seinem Patienten, er sitzt irgendwo anders. Wie Herr Badakci vorhin schon meinte, er könnte auch irgendwo in Monaco sitzen oder irgendwo in Tokio, das macht keinen Unterschied. Braucht nur dieses eine Kabel. Und er sitzt da irgendwo anders, starrt in seine virtuelle Umgebung rein, die ihm von der Maschine vorgegeben wird und operiert eigentlich den Bildschirm. Was anderes macht er gar nicht, er braucht sich nicht um den Patienten kümmern. Hier gibt es noch eine Person, die ist anwesend, die adjustiert die Geräte, weil der Roboter natürlich nicht alles kann, hat aber sonst keinen Job. Und dann gibt es natürlich noch den Anästhesisten, weil man den immer braucht. So, das ist die Realität. Der Chirurg hat mittlerweile gar nicht mehr so viel mit dem Patienten zu tun. Er arbeitet mehr mit dem Bildschirm. Okay. Das soll dann auch schon die Diskussionsgrundlage sein. Ich glaube, Sie haben jetzt viele Bilder gesehen, einen guten Einblick in den ärztlichen Alltag mit Bildern gesehen. Und das sind immer die Thesen von Anfang. Und die Frage ist, stimmen die überhaupt? Sind die vollständig? Fehlt noch was? Und da bin ich gespannt, was Sie zu sagen haben. Okay. Mm-hmm.